Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem YouTube-Video. In diesem Video werden die Beratungsleistungen der Blue Pages GmbH zusammenfassend erklärt. Damit man solche Bildungsmaterialien erstellen kann, bieten sich natürlich die Produkte an, die man auch sonst einsetzt. Office-Software, aber da muss man eben berücksichtigen, was gibt das da an Optionen, um webtaugliche Dateien zu erzeugen. Die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramm, die haben wir ja meistens dazu eingesetzt, um Papier in A4-Größe zu bedrucken. Das ist bei den Geräten, die heute eingesetzt werden, wie Smartphones, nur bedingt tauglich, weil man will ja nur in eine Richtung scrollen. Und wenn man aber A4-Papier einsetzt und die Schrift ist dann also ganz klein, wenn man das also nur in eine Richtung scrollen will, ist das nicht optimal. Da gibt es Vorkehrungen, die man da treffen kann, damit das Material auch gut lesbar bleibt. Das ist also der Schwerpunkt, diese Produkte so einzusetzen, dass eben die erzeugten Dateien eben auch fürs Web tauglich sind. Das nächste, was wir anbieten, das ist die Produktion anschaulich und universell einsetzbarer Videos. Kommentierte Bilder und Videos sagen mehr als geschriebener Text. Wir sehen es ja und können das wahrnehmen und Sprache spielt da auch nicht so eine große Rolle, wenn man was im Video oder auf Bild sieht. Unser YouTube-Kanal zeigt, was mit wenig Aufwand preiswert zu erstellen ist. Als Aufnahmegeräte eignen sich nicht nur Camcorder und Smartphones, sondern auch Bildschirmrekorder. Damit können also Aktivitäten aufgenommen werden. Sie sehen das ja häufig auf den Videos unseres Kanales. Kameravideos, Fotos und Audiodateien können mit den Bildschirmaktivitäten zusammengefügt werden, um kreative Videos zu gestalten. Ein Videoeditor mit mehreren Kanälen ermöglicht, dass mehrere Elemente mit passenden Callouts auch an der richtigen Stelle erscheinen. Das sehen Sie also in vielen unseren Videos. Wir mixen das also und das ist natürlich ganz wichtig, dass man sowas mal gezeigt bekommt. Man kann sich das auch selbst beibringen, aber das dauert dann eben um ein Vielfaches länger. Und wer die Zuschauer dann in solche Videoaktivitäten einbeziehen will, der hat dann noch die Möglichkeit, klickbare Links unterzubringen, Suchfunktionen oder Quizfragen. Bei YouTube geht das nur sehr beschränkt, aber man kann ja diese Formate auch anders einsetzen und dann eben direkt von seiner Webseite zum Herunterladen anbieten oder zum dortigen Ausführen. Der dritte und vielleicht auch der wichtigste Punkt, auch das, was wir als unseren Schwerpunkt sehen, automatische Lernerfolgskontrollen erstellen. Lernerfolgskontrollen weisen die Lernfortschritte nach und geben Hinweise auf die noch zu schließenden Lücken. Wenn Lernerfolgskontrollen zur Vorbereitung auf reale Prüfungen eingesetzt werden und man auch sagt, wenn Sie das hier locker beherrschen, was hier Gegenstand dieses Tests ist, dann werden Sie auch bei der Prüfung wahrscheinlich kaum scheitern, dann motiviert das zum Lernen. Wer am Ende von Lernerfolgskontrollen die Statistik dazu anschaut, der stellt fest, es gibt Fragen, die von sehr vielen falsch beantwortet wurden. Das hat meistens den Grund, man hat den Stoff noch nicht behandelt. Kann natürlich auch sein, die Frage ist einfach nicht optimal formuliert, missverständlich formuliert. Aber auf jeden Fall ist das Handlungsbedarf, entweder die Frage zu verbessern oder das Thema noch zu behandeln. Ein anderer Punkt ist, bei einzelnen Teilnehmern, da gibt es unterdurchschnittliche Ergebnisse. Dann muss man sich überlegen, wie kann man diesen Teilnehmer fördern, wie kann man mit ihm in einem Gespräch klären, was ist die Ursache, was könnte man da tun. Oder im positiven Fall, es gibt Teilnehmer, die immer optimale Leistungen erbringen und die fallen natürlich in diesen Statistiken auch auf und da kann man sich überlegen, wie kann man die fördern. Kann man, wenn man jetzt in der Ausbildung ist, eventuell über eine Verkürzung nachdenken oder eventuell, dass man da noch ein duales Studium anrät. Also das ist auf jeden Fall dann auch ein Grund, das Gespräch zu suchen. Lehrer und Ausbilder und sonstige Trainer haben in der Regel kaum Zeit, mehr als zwingend gefordert auszuwerten, also Klassenarbeiten zu schreiben. Das ist ja viel Arbeit, wenn man das manuell macht. Da wird nur das Nötigste getan. Wer aber solche automatischen Lernerfolgskontrollen hat und das auch häufig anbietet, der hat die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer dann auch intensiver lernen, weil sie ja sehen, dass sie noch Defizite haben, wesentlich erhöht. Wir beraten Sie, wie man Fragenpools aufbaut und damit wirksame Lernerfolgskontrollen durchführt. Sie können viele unserer Beispiele auf der Wer weiß was-Net-Plattform testen
und Sie können diese auch kopieren. Wenn Sie Konkretes im persönlichen Gespräch erfahren möchten, dann senden Sie einfach eine E-Mail. Im Telefongespräch lassen sich dann weitere Schritte besprechen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.